Herzlich willkommen zum Integrations-ABC mit mir und dir Adam Kieber und mir Jasmin Bohm. Heute sind wir, oder jetzt sind wir Hallo. beim Buchstaben K angelangt. Das K steht für das kanonische Datenmodell. Wir haben gerade schon kurz darüber geredet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann aber sagen, ich wohne hier in Rostock an der Küste und letztes Wochenende war hier die Hanse Sail und da wurde ab morgens um 10 mit alten Kanonen geschossen. Ist es ähnlich sinnvoll, ein kanonisches Datenmodell, wie morgens um 10 mit einer alten Kanone zu schießen? Ich habe keine Ahnung, Adam. Klär mich auf. Also meine Eselsbrücke hierbei ist immer, mittlerweile muss ich sagen, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, okay. Weil das klingt so ein bisschen negativ, aber das ist vielleicht auch einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe in der ganzen Zeit mit dem Thema. Also vielleicht nochmal ganz kurz, was ist ein kanonisches Datenmodell? Das ist so ein bisschen die Idee oder das Konzept, dass man quasi, wenn man jetzt mehrere Anwendungen miteinander kommunizieren lassen will, also ne, Daten austauschen lassen möchte, dann spricht der eine vielleicht, sagen wir mal, die sprechen alle XML und ne, als Format. Und dieses XML wird manchmal anders benannt. Also manche Feldnamen sind dann irgendwie englisch benannt, andere vielleicht deutschsprachig, ne, bei SAP-Systemen, bei alten, das ist bei den IDOCs zum Beispiel so. Und dann muss man das irgendwie aufeinander mappen. Und um sich diesen Aufwand des Mappens irgendwie so auf Dauer zu ersparen, weil man quasi das Ganze auch so ein bisschen standardisieren möchte, hat man sich gesagt, naja, dann bauen wir halt quasi so eine Art generische Sprache oben drüber, als dritte Sprache, wie so eine Art Esperanto für die europäischen Sprachen, ne? Und versucht jetzt damit irgendwie zu arbeiten und mappt immer erstmal auf diese Zwischenstruktur, auf dieses kanonische Datenmodell. Und von da wieder weg. Niemals irgendwie von den jeweiligen lokalen Sprachen aufeinander. Ich glaube, so funktionieren auch mittlerweile diese ganzen Sprachübersetzer, die translaten irgendwie alle in Englisch und dann wieder weg von Englisch oder so, ne? Und die Idee ist eigentlich, dass diese Sprache, dieses quasi, dieses Esperanto, bleiben wir mal dabei, sehr businessorientiert ist, ne? Also das heißt quasi die Geschäftsrealität des jeweiligen Unternehmens darstellt. Das klingt alles super toll, ist aber in der Realität irgendwann schwierig, weil man muss dann doch irgendwie die Felder und die Logik oder die Inhalte, die man braucht, für die jeweiligen Systeme mit reinbauen und überfrachtet die dann doch wiederum mit den jeweiligen Sichten und in den Backend-Sichten, was nicht so schön ist. Also die werden niemals so richtig clean. Und SAP hat diesen Versuch ja mal im großen Stil unternommen mit sogenannten globalen Datentypen und Enterprise Services. Das war quasi der Versuch, so eine Art SAP-weite Sprache zu etablieren. Ist gescheitert, hat nicht funktioniert. Die Ja, Gründe stelle will ich ich mir gar auch nicht echt schwer erläutern hier, vor. aber ja, es ist, wie gesagt, auch für einen Konzern wie SAP nicht einfach, ne? Aber da ist es gescheitert. Jetzt gibt es gerade einen neuen Versuch mit dem One-Domain-Model, zumindest die modernen neuen SAP-Welten entsprechend auch auf eine gleichförmige, gleichartige Art anzusprechen und zu apifizieren und auch da mit einem ähnlichen Datenmodell drauf zuzugehen, macht auch Sinn. Ja, ich glaube, erwartet auch die Community, dass das auch endlich umgesetzt wird, ist aber noch sehr früh im Stadium und ne, ich glaube, paar Dinge wie Adresse oder Mitarbeiter sind vielleicht schon so harmonisiert, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es halt auch nicht einfach ist, sowas zu realisieren. Ne? Also mein Takeaway oder meine Sicht darauf ist einfach, dass kanonische Datenmodelle ein nobler Versuch sind, meiner Meinung nach aber in der Praxis sehr schwer zu handeln sind und sehr unrealistisch im weiteren Verlauf. Ne? Also für einzelne Szenarios und für so einen Piloten ist das ganz toll und dann feiert man auch die Erfolge. Aber im großen Stil sowas unternehmensweit zu etablieren, habe ich noch nirgendwo gesehen. Wenn du das geschafft hast, melde dich gerne hier, dann nehmen wir dich auch gerne hier mit als lieber Zuhörer, als Interviewpartner mit auf. Und du kannst gerne Mindestens, ja. erzählen, wie das funktioniert hat. Ja. Aber ja, meine Sicht darauf ist leider nicht ganz so positiv. Ja, das war's Okay. zum Thema KI, wie kanonische Datenmodelle heute. Okay, dann vielen Dank dir, Adam, und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Danke, Jasmin. Mach's gut. Ciao. Ciao.